Gibt es auch irgendwann mal was Interessantes, was geschehen kann hier? Wenn du nicht zu früh sein kannst, dann musst du zu spät sein. Und genau sagt dieses Spiel aus. Genau. Können wir das rauscutten? Ach ja, scheiße, mein Videokarte hat kein Internet zurzeit, deswegen muss ich meine Videos selber schneiden. BZW, ich kann momentan keine Folgen präsentieren, deswegen muss ich hier gerade was Altes beibringen. Und ja, willkommen zu PT, ein uralter Teaser. Und ich meine damit nicht Caesar. Julius. Fängt sich schon mal gut an. Yeah, das ist ein Horrorspiel. Und die lacht. Ja, willkommen zu PT. Ich hasse dieses Spiel, weil dieses Spiel unfassbar dunkel ist. Und wie mache ich die Türen auf? Achso, so mache ich Türen auf. Ich verstehe. Ja, wir spielen PT, ein Playable-Teaser zu einem Spiel, das damals abgebrochen wurde. Und genau deswegen spielen wir es, weil dieses Spiel niemals auf den Markt kommen wird. Ich hasse mein Leben. Okay. Ja, es gibt Jumpscares. Ich habe keine Ahnung. Ich habe PT mir nie reingezogen, nicht ein einziges Mal gespielt. Oh, er hat sie erschossen nach dem Mittag in der Küche, während sie aufgeräumt hat. Wow, was für eine Geschichte. Und wir haben es immer Punkt 12, knapp Punkt 12. Und wann fängt hier der Horror an? Ich meine, ne? Keine Ahnung. Ja, es gibt halt ein Sprichwort, ne? Wo viele sagen, ja, das Spiel ist wie PT, mach doch nicht einen auf PT, mach doch dies nicht wie PT. Ich habe keine Ahnung, wie PT ist. Und alles, was ich oh, da kommt der Horror. Hallo? Warum haut die Kakerlake ab? Warte mal. Ich frag gar nicht nach, wo kamen die überhaupt her? Hier raus? Hallo? Hier scheint keiner zu sein. Aber die Tür ist offen. Warum bewegt sich das? Ey, ich schwöre, oh Mann, steht dort oben einer. Und dann erschrecke ich mich übelst hart. Ne? Ich habe in letzter Zeit so gut wie kaum Horrorspiele gespielt. Also das letzte, was ich gespielt habe, war Resident Evil. Das kannst du jetzt aber nicht wirklich als Horrorspiel, sagte die, die übelst viele Jumpscares hatte. Wow! Beruhig dich. Ich hole später den Handwerker. Gudrun. Ja? Nicht heute, Gudrun. Okay. Gudrun weint wieder im Bad. Die Ärmste. Was können wir tun? Geben wir ein paar Pillen, hä? Damit sie wieder besser geht. So, Uhrzeit bleibt gleich, keine Ahnung. Wir können ja so oft hier hindurch durch die Gänge schleichen. Es wird irgendwie nicht anders. Was ist mit der Tür hier? Ich verstehe das nicht. Ach, komm schon. Automatische Türen. Muss das wirklich sein? Warum? Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Regnet das? Kommt das vom Spiel oder ist es bei mir zu Hause? Hm. Okay, nice. Okay, wir sammeln hier alles. Wir haben hier hübsche Gemälde. Und ja. Da war jemand aber echt säuferisch, ne? Oh Gott. Passiert hier auch irgendwann mal was? Wann geht denn die Tür auf? Das ist doch definitiv alles geskriptet. Jetzt weiß ich, warum Menschen sagen, das wäre wie PT. Zu Hause. Was machen jetzt? Hallo? Da ist eine Schwärze dort drin, du. Warum bewegt sich die Lampe? Und warum ist die Tür zu? Warum gibt es überhaupt automatische Türen? Die Tür ist dort gerade auch von alleine aufgegangen. Na, obwohl, da ist jemand drin. Das kann ich sagen. Aber ob diese... Mach doch mal die Tür auf. Da drin ist ein Baby. Oh, okay, wir können zoomen.
Geil. Muss ich reinsuchen? Okay. Das war nicht so gruselig, wie du dachtest, es wäre gruselig. Aber wir nehmen es einfach mal so hin. Ne? Gut. Haben wir das auch schon mal geklärt. Gibt es auch irgendwann mal was Interessantes, was geschehen kann hier? Ach. Als ob, ich drehe mich einfach um und laufe rückwärts in sie rein. Da passiert nichts. Ist es nichts? I'm 360. Nice. Das war super. Okay, der Horror fängt an. Ey, ich schwöre. Ach nö, mach doch nicht diesen. Oh, wenigstens haben wir eine Taschenlampe. Nein, warte, halt, stopp. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe kriege. Was bist du denn? Alter, du bist hässlich wie die Nacht. Alter, wurdest du ausgesetzt? Ich meine, ich kann es verstehen, wenn du so aussiehst. Alter, du bist doch auch eine Ausgeburt aus der Hölle. Was bist denn du? Ein Chicken Wing? Wow. Ey, Kumpel. Ja, ich bin auch hier raus. Aber wir können das regeln. Bist du Mutter, Vater von diesem Balk dort? What the fuck, ein Glory Hole? Ich verstehe. Wo es hinführt. Ich verstehe. Kann ich aus diesem Bad raus? Also ich fühle mich echt mega unwohl. Ich kann nicht mal mein Gesicht sehen. Oh Mann, wenigstens die kann ich ins... Keine Ahnung. Passiert hier was? Bitte. Hallo? Oh. Nice, ich kann weg. Jumpscare noch? Nee. Puh, ja, da war es ein bisschen nass in der Hose geworden. Da wurde es ein bisschen nass. Ach komm. Ernsthaft? Jetzt wird's dunkel hier? Ich schwöre, wenn ich die sehe, Alter, ich laufe rückwärts in sie hinein. Was sagt der? Was soll ich nicht berühren? Ist das Baby noch da? Aber ich komme dort nicht rein. Ich schwöre, ich habe keine... Alter, ich habe irgendwas in den Ohren. Irgendwas stöhnt mir ins Ohr. Das ist unangenehm. Alter, was zum Teufel ist denn da drin passiert? Diarrhoe? Look behind you. Oh Gott! Pisst die mich an? Alter, die hat mich angepisst.